Die Fliegel Trailer News heute am frühen Samstagmorgen vom Gelände von Fliegels Werk 2 in Triptis. Heute ist hier Tag der offenen Tür. Es füllt sich so langsam und man hört es. Man kann viel erleben heute. Deshalb wird es vielleicht hier auch ein bisschen lauter werden. Und es gibt leckere Bratwürste. Deshalb schwebt vielleicht ab und zu etwas Rauch durchs Bild. Soll uns alles nicht stören. Unser Thema sind die Kipper von Fliegel, die Sattelkipper, standfeste Typen. Und Stefan Helmich vom Fliegelverkauf weiß unter anderem über die Kipper ganz genau Bescheid. Guten Morgen, Stefan. Welche Typen von Kippern baut, verkauft Fliegel denn? Guten Morgen. Also wir verkaufen und bauen die unterschiedlichsten Kipper je nach Einsatzzweck. Einmal in Stahlvariante, einmal in Alu-Variante. Es gibt unterschiedliche Größen, je nachdem, was der Kunde benötigt. Wir haben eine Leichtbauweise, wir haben auch eine etwas robustere Bauweise, gerade jetzt für einen Baustelleneinsatz, Autobahnbau etc. Wir haben aber auch ein Programm, was die Kompaktkipper sind. Die sind recht neu bei uns in der Familie. Auch diese sind eben in unterschiedlichsten Aufbaumöglichkeiten zu bekommen. Einmal aus Stahl, einmal aus Alu. Und auch für den ganz harten Einsatz mit einer hydraulischen Heckklappe. Also große Vielfalt bei den Fliegelkippern. Auch was oben drauf ist, da gibt es verschiedene Möglichkeiten, verschiedene Verdeckvarianten und die werden wir uns jetzt mal anschauen. Die Kompaktkipper von Fliegel, das sind Zweiachs-Sattelkipper, die besonders wendig sind. Und ein Vertreter dieser Kompaktkipper-Familie, das ist der Kompakt Koni Light, steht hinter uns. Und seine Besonderheit ist unter anderem ein Flip-and-Go-Verdeck. Was kann das, was macht das, wie funktioniert das? Es geht recht schnell. Und man muss sich so vorstellen, dass es funktioniert wie ein Rollladen. Die Plane ist befestigt an einen Bügel. Der Bügel ist dann über einen Federmechanismus an die Mulde befestigt. Dann habe ich ein Kurbelsystem, um die Plane nach hinten zu befördern, wo gleichzeitig die Feder gespannt wird. Und wenn ich dann fertig bin mit Laden, habe ich einen weiteren Mechanismus dran, indem ich einen Hebel nach unten drücke, wird das System losgelassen, die Feder kann sich entspannen und das Verdeck schließt sich. Zusätzlich habe ich nochmal wie eine Art Bremse drin, weil doch eine relativ große Kraft auf die Plane wirkt und dann lasse ich das Verdeck los und man ist fertig. Es hat einen ganz großen Vorteil und zwar das Thema Arbeitsschutz. Der Fahrer muss bei diesem Verdeck nicht mehr auf dem Stehbutest klettern, er muss nirgendwo über Schläuche und Kabel klettern, er kann alles von unten bedienen und vor allen Dingen ist es sehr schnell. Für welche Güter eignet sich das Flip-and-Go-Verdeck? Für feinste Güte. Wenn das jetzt zum Beispiel Sand ist oder Rindenmulch, es verhindert halt, das Ladegut während der Fahrt rauszublasen. Der Stonemaster Light, der hinter uns steht, besitzt eine 28 Kubikmeter Mulde und er besitzt ein hydraulisches Verdeck. Stefan, wozu ein hydraulisches Verdeck bei einem Sattelkipper? Um das Verdeck ganz einfach schnell öffnen und schließen zu können. Ein weiterer Vorteil ist, bei der Beladung habe ich die gesamte Breite von der Mulde und kann somit von oben ohne Probleme zu laden. Du hast mir erzählt, du hast einen Kunden, der mit diesem Fahrzeug aggressive Güter, scharfkantige Güter transportiert, hat dann auch noch einen Vorteil, das Verdeck. Auf jeden Fall gegenüber einer Plane, denn wenn die scharfkantigen Güter transportiert werden, ist eben die Gefahr recht hoch, dass eine normale Standardplane sehr oft zerschnitten wird durch die Güter und somit ist natürlich die Plane undicht und man hat da immer sehr viel Ärger damit. Das hydraulische Verdeck, das Flip-and-Go-Verdeck, zwei haben wir schon, einen gibt es noch, eine dritte Variante der Abdeckungen für Kipper von Fliegel. Die Fliegel-Alumulde hinter uns hat einen Planenzentralverschluss, kannte ich bisher nur vom Gardinensattelauflieger, klingt aber auch beim Kippsattel nach einfacher Handhabung. Es ist eine einfache Handhabung. Ich gehe auf das Stehbodest, roll meine Plane auf, hänge sie ein und kann sie gleich spannen. Vorteil gegenüber einer herkömmlichen Rollplane? Durch das Spannen entfallen die herkömmlichen Spanngurte und somit habe ich eine Geräuschminderung, denn diese sind weg. Kipper, 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 ein Riesenthema bei Fliegel. Wir könnten noch stundenlang drüber reden, machen wir aber nicht. Weitere Informationen gibt's auf www.fliegel.com. Alles zum Thema Kipper, verschiedene Formen, verschiedene Bauweise. Ja, schauen Sie einfach mal rein und schauen Sie auch bald wieder rein bei den Fliegel Trailer News. Bis dahin.